Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Ich will auch auf das Riesenrad. Mein zweijähriger Neffe heulte lautlos, weil sein großer Bruder aufs Riesenrad durfte, er aber nicht. Es ist ja klar, was geschehen würde, meinten wir Erwachsenen. Er würde oben dann losschreien, weil ihn Angst und Panik ergreifen, und dann würden wir nicht mehr eingreifen können. Für uns Erwachsene ist es so klar, so logisch, was einem Kleinkind gut tut und was nicht. Auch wenn es für meinen Neffen erst einmal so aussah, als wären wir die größten Spielverderber. Siehst du Gott gerade auch als Spielverderber? Hast du gerade das Gefühl, als würde er dir etwas verbieten, das du doch so gerne tun oder haben wollen würdest? Und was, wenn er dich gerade nur vor dir selbst beschützen möchte, weil du nicht siehst, welche Gefahr sich dahinter verbirgt? Wo heulst du gerade rum, weil du alle anderen, bildlich gesprochen, einsteigen siehst, Gott dir aber die Türe vor der Nase zuknallt? Und was, wenn Gott dich durch sein Handeln im Heute vor einer großen Enttäuschung im Morgen beschützen möchte, einfach weil er dich liebt? Kannst du darauf vertrauen, dass Gott es gut mit dir meint, auch wenn es gerade wirklich nicht so erscheint? Oh, ein so bekannter Vers, Römer 8, Vers 28. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Ein so bekannter Vers, doch glaubst du das wirklich, dass diese verschlossene Türe dir zum Besten dient? Ich wünsche dir, dass du das glauben kannst, denn ebenfalls im Römerbrief lesen wir, Abraham glaubte diesen Worten, obwohl alles dagegen sprach. Und was Abraham dann noch alles Wundervolles erleben durfte, das wissen wir ja. Und was du noch alles Wundervolles erleben wirst, wenn du Gottes Nein in deinem Heute annimmst, das werden wir in deinem Morgen sicher auch noch feiern dürfen. Und darauf darfst du dich heute schon freuen. Danke für dich. Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Dein Wunder wird geschehen und du wirst mich verstehen, weil du es selbst erlebst, ein Wunder für jeden Tag.